Herzlich willkommen zur aktuellen Wochenschau rund um den Smokers Planet Newsletter der Kalenderwoche 15. Der April macht er, was er will. Das ist ein Sprichwort, das uns allen bekannt ist und der vierte Monat in diesem Jahr, der belegt das wieder voll und ganz und wird diesem Sprichwort gerecht. Schnee, Sturm, Hagel, Regen und Sonne wechseln sich ab. Minusgrade und anderswo Temperaturen um die 15 Grad in unserem Lande. Also reichlich Abwechslung im Wetter, reichlich Abwechslung auch im Smokers Planet Newsletter. Hier die Klassiker und auf der anderen Seite die Neuen. Die Neuen, die den Markt wollen, die sich bei uns präsentieren. Also marktgerechter Einstieg bei den einen und auf der anderen Seite einfach ein Neustart, optisch und inhaltlich neu auf den Markt gebracht. Wir starten mit einem Klassiker im neuen Design. Ja, dann starten wir doch unter Intro mit der neuen Zino. Die neue Zino verspricht aufregende und ungeahnte Erlebnisse. Eine spannende Tabakmischung gepaart mit Entdeckergeist und frischem Design. Weiter wandern wir beim Smokers Planet Newsletter zu unserer Rubrik Rauchbar. Und da haben wir die Spalato Nummer 2. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Jeremy Casadacli, von Marco Village und von Hendrik Kellner Jr. Unser nächster Beitrag ist hier lief bei Oscar. Oscar Valanderas Tabacos produziert Zigarren in Honduras und wir stellen Ihnen hier eine wirklich interessante und innovative Produktdarstellung vor. Meyer Selva Zigars platziert ein Nicaragua Puro. Und zwar aus der Compay-Kollektion. Das ist eine Geschichte, die erstmal in den USA im Mai starten wird. Dann bleiben wir beim Tabakgenuss. Und dann gibt es den Tabakgenuss per Videocall. Ob das geht und wie das geht, das verspricht dieser Beitrag. Und das ist ein fälliger Söhne-Tipp. Dann haben wir zwei Personalien aus der Zigarrenbranche. Einmal Indiana Ortez wird Generalmanager bei Mombacha Zigars S.A. Und dann haben wir noch Klein Loop und der verstärkt das Führungsteam bei der Premium Zigar Association in den USA. So, dann kommen wir zu Anton Manger. Der hatte ein Herz für die Tabakpfeifen. Der Pfeifenproduzent und Raritätensammler und Buchautor starb im Alter von 92 Jahren. Die Hermann Hauser GmbH platziert ein neues, erfrischendes Produkt. Und zwar sind das Aromakapseln und die sind perfekt für Filterzigaretten und für IQOS-Sticks. Dann sind wir beim Thema Liquids für E-Zigaretten. Da haben wir einen wirklich innovativen Beitrag bekommen, den wir an dieser Stelle auch wirklich empfehlen. Hier gibt es viel Wissenswertes rund um die E-Liquids. Unter Mitmachen und Gewinnen sind wir in Schlitz bei der Schlitzer Destillerie. Und da gibt es wirklich ausgezeichnete Produkte, über die wir im Smokers Planet Newsletter der Woche zuvor schon berichtet haben. Und jetzt heißt es, holen Sie sich die Weltmeister nach Hause. Siegerqualitäten der Schlitzer Destillerie zu gewinnen. Und da schon entdeckt, sind wir mit dem Haus Kleinlagel unterwegs und die haben Neues und Rares im Zigarrenfrühjahr 2021 anzubieten. Aktuell die Black Label Trading Company mit einer limitierten Auflage. Und da trinkt man, da haben wir einen Spargelbrand, also was ganz Ausgefallenes, natürlich Whisky und Whisky, Rum und dann sind wir in Italien beim Limoncello und das ist ein Pionier, den wir hier in dieser Ausgabe vorstellen dürfen. Dann wandern wir weiter zu Top of the Week. Da kommt die OCB und die kommt ganz frisch daher. Mehr Frische für alle mit einem ganz gezielten Angebot. Unter dem Hingucker der Woche, Kingstorm. Das ist ein neues, innovatives Raucherlebnis aus dem Hause KTE mit einem speziellen Filter zum Mentholgenuss. Unter Besuchbar sind wir einmal beim Habanos D 2021. Da berichten wir über den Stand der Dinge. Aktuelles zur Planung aus Waldshut-Tingen. Wir gehen dann nach Stuttgart. Der Stuttgarter Zigarrenclub kündigt sein Programm 2021 an. Das sind Termine mit guter Hoffnung, die Gottfried Kindig hier auf den Weg gebracht hat. Und wir hoffen und wünschen uns allen,
dass diese Termine auch zur Ausführung kommen. Ein außergewöhnliches Event ist der tägliche Zoom-Smoke und der wurde am vergangenen Wochenende zum 366. Male gefeiert. Oliver Franzen hatte die Idee, es wurde 350 Mal gequalmt und da ist viel passiert. Eine richtig schöne Geschichte und für mich überraschend, dass jeden Tag Menschen sich zusammenfinden, die per Zoom ihre Zigarren austauschen bzw. über die Zigarren auch sich auslassen. Und der Drinks und More, da haben wir den Old Hunters Whisky und den Havron Rum, die ab sofort in Deutschland erhältlich sind. Die SSG Trading platziert Exoten aus Tschechien und Panama. Und dann lest mal, da weisen wir gerne auf die Havanas News Ausgabe 91, das ist die Frühlingsausgabe 2021 hin. Die ist jetzt online im Netz und auch als Printmagazin im Handel verfügbar. Dann schauen wir in unser Media Center und da haben wir den Szene Podcast 25. Folge 25, eine Jubiläumsausgabe. Und da hat Petra Lindenschmidt, Ali Güngromüs, das Kochgenie, und ich habe ihn auch persönlich schon interviewt, ein wirklich sympathischer Gesprächspartner, hinterfragt, was er mit den Zigarren so am Hut hat. Und der berichtet ganz locker darüber. Ist ja ein richtig guter Typ. Ein zweites Video haben wir auch noch. Das hatten wir in der vergangenen Woche schon im Angebot. Das ist der aktuelle SNV-Talk mit Dustin Dahlmann. Und wenn Sie die Zeilen sehen, die Aufrufzeilen bei smokers.tv, dann sehen Sie, wie viel Interesse an diesem Video besteht. Und dann wenden wir uns noch zu unserer VIP-Lounge ab. Und da gibt es die zigarworld.de in dieser Woche. Und natürlich haben wir weitere Produkte und Produktinformationen unter rauchbar, verrauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. In der Anmoderation sprach ich über das Wetter. Eine Studie sagt, an welchen Angewohnheiten man weniger intelligente Menschen erkennt. Und das heißt, an der Themenauswahl der Gesprächspartner bei Gesprächen in der Öffentlichkeit. Es gibt Dinge, über die intelligente Menschen nie sprechen. Dazu gehört das Wetter. Dazu gehören die Beziehungsprobleme und die Krankheiten. Ja, und der Anmoderation sprach ich über das Wetter. In der kommenden Ausgabe Mels Woche werden wir nicht über das Wetter sprechen. Da sprechen wir einmal mehr über neue Produkte. Und wir haben auch wieder wunderschöne Gespräche für Sie. Wir haben Gesprächspartner ausgeguckt, mit denen wir auch in der kommenden Woche per Videocall bzw. im Gespräch unterwegs sind. Ich wünsche Ihnen weiter Zuversicht, Fröhlichkeit, vor allen Dingen gute Gesundheit. Leben Sie das Leben und freuen Sie sich dem Genuss. Ihr Klaus-Peter Wild.